Hallo, liebe Leute, zu einer Willkommen-Folge von City Skylines und dem, wie haben wir die Stadt jetzt genannt? Tönnebö, genau. Wir stehen hier weiter ein bisschen vor einem Rätsel, das Rätsel der verwaisten Gewerbegebiete hier. Nicht genügend gebildete Arbeiter, das klingt ja schon anders. Und hier haben wir nicht genügend Verkaufswaren. Und hier haben wir verlassen. Und hier haben wir nicht genügend gebildete Arbeiter. Okay. Jetzt haben wir scheinbar genug Arbeiter, aber die sind alle zu ungebildet. Hier nicht genügend Arbeiter. Und hier nicht genügend Verkaufswaren. Meine liebe Güte, was ist hier bloß los? Also wir brauchen eine Universität. Das ist erstmal A, also so eine Berufsschule. Das ist im Grunde genommen so ein Wirtschaftsuniversität ist das. Die müssen wir hier irgendwo hinquetschen. Wo? Das bleibt noch abzuwarten. Dann brauchen wir ein weiteres Gebiet für noch mehr Wohnungen. Die könnte man vielleicht hier, direkt sind ja auch die großen Schulen. Also wenn man das direkt hier weitermacht und dann da anschließt an die Uni, das wäre eine Möglichkeit, dann müsste man vielleicht hier diese Hauptstraße Kleihof, den müsste man hier weiter raus verlängern. Das wird dann aber alles ein bisschen ungünstig. Dann müssen wir eigentlich hier auch eine Straße vielleicht unter den Waldcampingplatz drunter aus dem Kreisverkehr hier vielleicht. Oder so eine Gabelung von hier drunter, sodass das hier eine zweite Straße noch hingeht. So eine zweite Arterie. Und hier unten, da warten wir einfach nochmal, dass sich das zurechtrüttelt. Sonst müssen wir hier in der alten Walfischgasse vielleicht ein paar Läden abreißen und irgendwas anderes hinbauen. Vielleicht ein paar mehr Statuen oder so. Wäre auch eine Idee. Gut. Hier haben wir auch einen schönen See. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Hier ist unser Abwasser. Ist durch die Strömung hier festgehangen an dieser kleinen Hallichter, an dieser kleinen Halbinsel und in diesen See geflossen. War so eigentlich auch nicht gedacht. Ich meine, jetzt haben wir Klärwerke, jetzt kriegen wir kein Dreckwasser mehr, aber wenn wir hier jetzt ein Tourismusgebiet am See bauen wollten oder so, dann haben die da die Dreckspampe im Wasser schwimmen. Das ist eigentlich auch nicht so schön. Also, ich würde mal sagen, machen wir hier mal. Hier haben wir genug Gebiet für Wohnen und vielleicht ein College. Kaufen wir uns das. Und könnten wir uns gleich das hier mitkaufen. Dann wären wir direkt am Meer. Wenn ich wüsste, ob ich mir noch eins kaufen kann oder noch zwei, dann würde ich einfach hier die beiden kaufen und dann danach die Halle ich hier. Ja. Ah, ich weiß nicht, das reicht erstmal. Wir können sowieso nicht mehrere Gebiete auf einmal ausbauen. So, fangen wir mal hiermit an mit der fahrradwegigen Doppelstraße hier. So. Hier oben wieder idealer Platz für einen Park mit so alten Wehranlagen. Aber was für ein Park ist die Frage, ne? So, dann, wo soll die Uni hin? Vielleicht hier unten, das Gebiet. Dann könnten wir hier auch direkt
Ja, machen wir das hier unten. So. Kommt hier ein erneuter Kreisverkehr hin. Bisschen größer soll er schon sein. So. Und am besten. Bisschen breiter, ein bisschen breiter auch. So. So. Das ist der Universitätskreisverkehr, nennen wir ihn mal. Wie heißt die Straße hier? Das interessiert uns gerade. B. Preisler Platz. Okay. Das ist auch wieder einer von den authentischen. Das hier ist der Kuhsteig. Okay. Einer von den authentischen Straßennamen. Ich weiß leider nicht, wer B. Preisler ist. Ist alles drin. So. Bauen wir das mal in diese Richtung hier. Das Universitätsgelände. Da kann man dann notfalls auf der anderen Seite anbauen. So. Hier das Universitätsgelände festlegen. So. Campusgelände. Dass da nur Busse hinfahren, das nervt mich ein bisschen. Das wäre eigentlich ideal, um irgendwie Straßenbahnen zu legen oder sonst irgendwas. Oder eine U-Bahn. Hier eine U-Bahn von hier nach da. Nach da, also dass sie die ganzen Wohngebiete, die ganzen einzelnen Wohngebiete mit einer U-Bahn, mit der Universität und vielleicht der Schule verbinden. Das hat ein bisschen gefehlt von Anfang an, glaube ich. So. Hoffen wir mal, dass da dann genug Platz für alles ist. Mal hier in der Mitte. So. Karriereinstitut Underhill. Underhill ist ein nicht sehr nordfriesischer Name. Machen wir da mal die Bolognese-Institut für Kinder, die nicht so gut lesen können und auch andere Sachen lernen wollen. Warte mal, Theodor Storm-Schule. Machen wir das. Nach dem großen Ökonom Theodor Storm. Störte Becker. Schreibt sich der mit K oder mit CK? Störte Becker. Finden wir raus, warte mal. Finden wir raus, wenn wir das Handy finden. Hier. Nur mit K. Richtiger Impuls. Störte Becker. Business School, Störtebeker Business School, klingt schon was. Störtebeker Economic Forum. Störtebeker Institut für Betriebswirtschaft. So. Das Störtebeker Institut. So, dann brauchen wir die Universitätswege hier. So, und hier machen wir noch ein bisschen schmaler. Hier kommen die kleinen Sachen hin. So, ach, der passt nicht, verdammt. Sonst irgendwas?
Okay, Polizeiakademie passt leider nicht hin, obwohl könnte man ja hier reinbauen, ne? Das ginge. Aber lassen wir das mal. Stattdessen bauen wir hier ein paar Wohnheime, damit wir genügend Kapazitäten haben. So. So, reicht das? Könnte reichen, oder? Und einen Hörsaal hier. Dann können wir eigentlich die... Was ist das? Bibliothek? Bücherclub ist das nur. Ist noch nicht mal eine Bibliothek. So. So, die Attraktivität reicht. Wir haben eine Studentenkapazität von 1650. Das reicht auch, damit wir die nächste Stufe erreichen. Also lassen wir das ganz einfach einmal so. So, und dann hier natürlich wieder unterm Kreisverkehr hindurch. So. Und Strom. Auch von gewisser Wichtigkeit, so ein Strom. Nein, wir verlegen nicht die Stromleitung mitten durchs Naturschutzgebiet. Das lassen wir mal lieber. So. Gut, funktioniert. Sitzt, wackelt und hat Luft. So, und jetzt wollten wir hier quasi eine direkte Linie machen. Kommen wir hier unten durch, dann brauchen wir gar keinen Tunnel bauen. Und wenn ja, mit welcher Art Straße? Wir nehmen erstmal die kleine Fahrradstraße. Also die kleine Autostraße mit Fahrradwegen, die meine ich. So. Nee. Wollen wir das verbinden? Wollen wir das? Ich meine, wir können das verbinden, wenn das sowieso eine. Dann können wir das machen. Dann wird es um das Naturschutzgebiet allerdings ein bisschen mehr Verkehr geben in Zukunft, weil die Leute auch zur Uni fahren hier. So, wie heißt die Straße? Lindenweg. Okay, meinetwegen. Meinetwegen. Kriegen wir das gerade gerückt hier? Ja, geht. Geht, geht. So. Haben wir schon Studenten hier? 203 haben wir schon. Okay. Weiß nicht, ob die alle mit dem Fahrrad fahren, weil Bus haben wir noch nicht. Ich glaube, das beißt sich ein bisschen mit unserer Vorgabe, aber die Stadt ist nun auch schon von einer gewissen Größe und hat eine Universität. Also sage ich mal, eine kleine U-Bahn ist in Ordnung. Obwohl wir brauchen gar keine U-Bahn machen. Wir können das oberirdisch machen. Ne? Wir können oberirdisch so eine kleine Stadtbahn machen hier. Das geht auch. Ich muss mich mal um die Busstrecken kümmern erstmal. Werden die genutzt? 27 Passagiere für Buslinie 2. Das ist nicht gut. Auslastungsmäßig. So. Gucken wir einfach mal hier. Fangen wir mal hier an, die Buslinie. Hier mittendrin. So,
Gehen wir hier längs. Dann fahren wir dich hier durch. Wir brauchen dich in jede Sackgasse rein, sage ich jetzt einfach mal. So. Und dann direkt zur Schule, würde ich sagen. So. 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 Warum bringen wir jetzt eigentlich... Na, ist egal. Ist egal. Die haben ja da unten auch Schulen. Also, warum nicht? Können die hier gar nicht durch, oder was? Doch, können die. Warum will er mich hier nicht durchlassen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Warum komme ich hier nicht wieder zurück? Ist die Strecke zu lang? Kann ja nicht sein, weil hier konnte ich ja noch eine bauen. Ha. Okay, dann muss ich die Strecke halt wieder löschen. Aber ich habe da ein Patentrezept gegen. Und zwar können wir hier eine Einweg-Bus-Only, also eine exklusive Busspur machen. Die hier runter geht und dann hier rein. Dann müsste das eigentlich machbar sein. Hoffen wir mal. Okay. Also die laufen auch ein Stück immer, die simulierten Herrschaften. Aber nicht unbedingt so weit. So, guck mal, dann führen wir euch direkt zu den Arbeitsplätzen. Ist das nicht eine coole Idee? So, hier oben wollen wir gar nicht hin. Wir wollen hier rein. Hier sind auch Arbeitsplätze, Leute. Und dann direkt zur Schule. Dann wieder hier. Gleichen Weg zurück. So. Dann bin ich ja mal gespannt. Ja, hier jetzt geht's. Wunderbar. So. 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 Und hier und da. Gut, dann hoffen wir mal, dass diese Strecke jetzt besser funktioniert als die andere. Ich weiß nicht, warum ich hier eine Haltestelle gemacht habe. So, besser. Oi, oi, oi. Hotzischotten.
Hier staut sich das so ein bisschen, so wie es aussieht. Ein ganz klein wenig. Woran liegt das? Sich daran, dass wir diese Straße neu verbunden haben und somit die Vorfahrtsregeln geändert wurden hier. Aber das haben wir zum Glück wieder in den Griff bekommen. So, können wir jetzt eigentlich auch die Firewatch-Türme bauen? Hier können wir. So, damit haben wir unseren Park jetzt abgesichert. Hier können wir vielleicht auch einen hinbauen. Direkt bei dieser Sackgasse. So, dann sind die Leute auch feuergeschützt. Kleine Stadt. Meine Güte, jetzt wächst sie. Jetzt wächst sie. Fast 10.000. Und hier bauen wir auch einen kleinen Aussichtsturm, damit wir sehen, ob ein Haus brennt. Hier bauen wir am besten gleich eine ganze Feuerwehr. So. So. Ja. 503 Studenten. Wir brauchen akademische Werke, damit unsere wunderbare Störtebeker-Uni an Prestige gewinnt. So, das ist doch schon mal gut. Fahren hier Autos längs? Ja, hier fahren Autos längs. Und sogar Fahrräder. Und Fußgänger, so wie es aussieht. Sehr gut. Cool. Das heißt, die hier machen ihren Weg alleine zur Uni. Oh, was ist das hier? Oh. Hier ist ein alter Strommast, den wir nicht mehr brauchen. Bin nicht sicher, ob wir die noch brauchen. Aber das hier, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das könnte man vielleicht als Problem bezeichnen hier. Was wir da machen ist, wir gehen davon aus, wir können ja mal ein Auto hier anklicken, am besten einen Lastwagen. Der soll uns sagen, wo er hin will. Oh, der Lastwagen möchte hier in das Farmgebiet. Wollen die alle dahin? Wo willst du hin? Der will hier hin zum Recycling. Okay. Öl-LKW. Warum will der Öl-LKW zum Recycling? Das verstehe ich nicht. Aber es scheint mir, als wäre es eventuell opportun. Ich habe noch keinen Laster gefunden, der hier längs will. Ne, die wollen entweder zum Farmgebiet oder da oben hin. Aber ich könnte trotzdem hier zu dieser Straße mache ich mal auch eine Auffahrt oder eine Abfahrt vielmehr. So. Hoffe mal, dass da vielleicht Leute weggehen. Naja, gut, ein paar wollen. Dann ist das eine dreispurige Two-Lane Highway. Ist sie nur dreispurig? Ist vier? Nee, es ist tatsächlich nur dreispurig. Das ist ungünstig. Machen wir hier eine zweispurige, weil wir eine Abfahrt haben hier. Ja. Gefällt den gar nicht so gerne. Und wie kommen wir von hier jetzt in die Farm rein? Von dieser. Müssen wir einmal so eine Schleife bauen, glaube ich. Warum geht das nicht? Jetzt geht's, okay. Das
So. Das will er nicht, okay. Warum willst du das nicht? Gut, das ist fühlt sich vielleicht ein bisschen an wie eine Achterbahn hier, aber hat Mut, hat Mut. So, sehr gut. Okay. Okay. Nicht schön, aber selten. So, kriegen wir das jetzt? Ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Ah! Nicht du, du sollst schon. Lastwagen sollen da immer noch durchpassen. Okay. Ja. Sehr schön. Jüp, jüp, jüp. So, jetzt ist das Ganze gleich viel weniger Achterbahn. Sehr schön. Na, bin gespannt, was wir jetzt auch noch machen können, ist, wir können hier einstellen, wer wo abgehen soll, und der soll auf jeden Fall hier abbiegen, der soll geradeaus fahren, der soll auch geradeaus fahren, so. Und hier, hier will keiner hin, obwohl die alle ins Farmgebiet wollen. Das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Der soll auf jeden Fall mal dahin oder dahin. Und der soll hier hin, so. Können wir den auch, dass er in diese Richtung darf? Hier oben immer noch Stau. Ich meine, hier könnte man ja langsam wieder verbreitern. Und gucken, ob wir das irgendwie lösen können. Also der Wie ist das zum Beispiel? Also ein bisschen haben wir den Verkehr hier aufgedröselt, aber so grenzenlos begeistert bin ich noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Was, warum kommen die hier alle? Das ist eine Busstraße. Hier soll niemand anders außer Bussen durch.
Das macht den von der Bus-Express-Straße, das macht den ganzen. Macht den ganzen Sinn kaputt hier. Kreuzungsbeschränkung. Fahrzeugbeschränkung. Hier. Zack. Nur Busse. Nein, nicht. Keine Autos. Was ist das? Taxis? Auf jeden Fall keine Lastwagen. Keine Recyclingwagen und keine Taxis. So. Nur Busse und. Sowas. Hier sollt ihr auch nicht. Sollen nur Busse längs. Ist das denn so schwer zu verstehen? Busse und die Polizei, so. Busse und die Polizei, ich habe eine Idee für eine Sitcom. Mit Jochen Busse und der Polizei. So. Zack. So, der Rest geht bitte wie gehabt durch den Kreisverkehr. So. Oh, ja, hier. Ach, wie sieht das mittlerweile aus? Naja, also ein bisschen geht der Verkehr hier durch. Schauen wir mal, ob unsere Uni schon. Nee. Wir haben noch kein Ding erfunden hier. Aber das mit den Bussen scheint geholfen zu haben, weil hier ist jetzt nur noch ein Haus leerstehend und die anderen, das sieht eigentlich alles ziemlich gut aus hier. Hier auch. Guck dir die Parkplätze an. Wir haben keine normalen Industriegebiete mehr hier. Ja, als nächstes wird dann hier das Wohngebiet folgen. Und da werden wir das erste Mal diese High-Density-Wohngebiete bauen. Und natürlich müssen wir hier diesen Kreisverkehr noch mit irgendwas ausstatten. Vielleicht der könnte klein genug sein, dass man eine so eine Statue hier reinstellen kann vielleicht. Na, aber müssen wir dann sehen. Und dann würde ich sagen, ist auch schon wieder eine halbe Stunde rum. Schon wieder mehr als eine halbe Stunde, aber nicht so viel mehr wie letztes Mal. Ja, wir haben uns ein bisschen um den Verkehr gekümmert. Aber das die Zeiten, wo wir Verkehrsfluss von 83-84% hatten, die sind vorbei. Weil die hier alle, die brauchen ihren eigenen Zugang zur Autobahn, glaube ich. Wir müssen hier direkt einen zubauen. Das hier alleine reicht nicht. Oder ich mache hier aus eine zweispurige Straße, aber nee, das geht auch nicht. Dann müsste ich hier eine extra Autobahnauffahrt auf der Autobahnauffahrt machen und das will ich nicht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann drückt bitte Like-Knopf und schreibt einen Kommentar und keine Ahnung, schreibt diese Internetadresse an der Bushaltestelle. ich weiß nicht, nee, das ist Aufruf zur Sachbeschädigung. Das macht natürlich nicht. Das war nur. Also ihr könnt gerne diese Internetadresse an der Bushaltestelle schreiben, aber nur in Minecraft. Ja. Und dann subscriben ist sowieso immer gut, weil dann bekommt ihr meistens mit, wenn ein neues Video da ist. Zumindest wenn ihr diese blöde Glocke drückt. Aber das wisst ihr mittlerweile alles sicher selber. Also wünsche ich euch ein. Wunderschönen Abend und bis dann irgendwann. Auf Wiedersehen.